Rameidon ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Cognodon. Es gehört zu den Fossil-Pokémon und seine Vorstufe kann aus einem Kopffossil wiederbelebt werden. Und Rameidon bildet das Gegenstück zu Boltorus. Rameidon verfügt über einen großen, schweren, dinosaurierartigen Körper. Sein mächtiger Kopf wird von 4 kleinen Dornen und 2 großen Hörnern beschmückt. Die schwarze Schädeldecke ist flach, darauf sitzt ein blauer, kuppelartiger Körper, mit dem es mächtige Kopfstoßattacken ausführt. Die 2 halb verdeckten roten Augen und die schwarzen Pupillen lassen Rameidon bedrohlich wirken. Es besitzt einen mittelgroßen Schwanz, um sein Gleichgewicht zu halten. Der sonst überwiegend dunkelgraue Körper wird von 2 Beinen getragen, die jeweils 3 Krallen besitzen und ist von blauen Streifen und Dornen an Hals und den Knien verziert. Seine Shiny-Form unterscheidet sich insofern, dass seine Haut olivenfarben ist, während die Streifen und seine Schädelkuppel rot ist. Mit der Entwicklung auf Level 30 bekommt er nochmal insgesamt 4 starke Attacken per Levelaufstieg dazu. Das sind einmal Antikraft und Kopfstoß vom Typ Gestein, dann haben wir Zen-Kopfstoß vom Psychotypen und die Statusattacke Kreideschrei. Eine Fähigkeit, die es haben kann, ist Überbrückung. Und Überbrückung sorgt dafür, dass Attacken ungeachtet der Fähigkeiten verwendet werden können. Und die versteckte Fähigkeit ist Rohe Gewalt und bewirkt einen Kraftschub bei Attacken, aber hebt dafür auch die Zusatzeffekte dieser Attacken auf. Sein stahlharter Kopf ist ein zentraler Punkt in Rameidons Jagdverhalten. Das Gehirn des Kopfstoß-Pokémon wird dabei jedoch durch seinen stahlharten Schädel am Wachstum gehindert, sodass es noch kleiner ist als das von Cognodon. Das wird durch seine Kraft ausgeglichen, da sein Kopfstoß so stark ist, dass es sogar Hochhäuser zerstören kann. Zudem schützt sein Schädel es vor Schäden, die bei Kollisionen entstehen würden. Aufgrund dieser schützenden Eigenschaft wurde sogar schon Helme aus einem stabilen Kopf hergestellt. Wenn es im Dschungel Beute jagt, fällt es eine Menge Bäume. Dabei ist es die Endentwicklung von Cognodon und entwickelt sich auf Level 30 zu ihm, wird dabei größer und schwerer, prägt weitere Stacheln und ein Halsband aus und wird nochmal bedrohlicher. Und mit seinem Typen Gestein nimmt es halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gift- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Boden-, Stahl-, Wasser- und Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.